Ja, der Ripper-Doktor war so offensichtlich. Aber hey, habt ihr den gesehen? Nee, auch nicht. Müsst ihr auch noch DLC? Ich glaube, ich werde es mir holen, wenn es ein bisschen günstiger ist. 30 Euro ist mir aktuell ein bisschen zu teuer. Aber ich werde es mir auf jeden Fall holen, wenn es mal günstig ist. Und dann tauchen wir noch ein bisschen ab in Cyberpunk. Ich würde sagen, wir verkaufen einfach alles. Ah, sobald der Schaden schlechter ist als das, was wir ausgerüstet haben, fliegt es weg. Ich gehe voll auf Schaden. Mehr interessiert mich. Ich nicht. Ich bin da einfach. Die ist ausgerüstet, das kann man nicht verkaufen. Ich könnte natürlich. Noch die ganzen Mods abmachen. Plus Stat 0% Schaden gegen Totenkopfgegner. Ich glaube, da ist ein Anzeigefehler. Kann das sein? Wie viel Prozent habe ich denn dann? Plus oder Minus? Hatte die war ausgerüstet. Die kann man verkaufen. Bin auch noch am Überlegen, ob ich warte, bis es günstiger ist. Ich glaube, so lange wird das gar nicht dauern. Es geht ja jetzt Richtung Weihnachten. Meistens gibt es da auch schon gute Angebote. Ja, ich glaube, so lange dauert es gar nicht. Und ich für meinen Teil habe auch eigentlich ja noch einiges an Nebenquests, die ich machen könnte, um mir die Zeit zu vertreiben. Ja, also ich hole es mir, aber noch nicht jetzt. Ikonische, habe ich jetzt, ich hab jetzt eh schon ikonische Waffen verkauft, oder? Was soll's? €30 für ein DLC. Also ich glaube, das war 30 Euro aktuell. Kann mich auch täuschen, aber ich meine 30 Euro gesehen zu haben. Und ich weiß gar nicht, wie viel. Ich weiß, man sollte das jetzt nicht in Spielstunden umrechnen. Aber ich weiß nicht, wie viel Spielstunden man bekommt im DLC. Rein theoretisch. Was ja Django schon meint, es gibt wohl vier neue Enden, die du damit freispielen kannst, kombinieren kannst. Das DLC setzt ja auch quasi vor einigen letzten Hauptmissionen ein. Also das DLC spielt quasi nicht nach unserem Finale, sondern davor, sodass du noch einige Sachen umentscheiden kannst. Sozusagen. Also du hast dort auch noch, soweit ich weiß, Charaktere, die bei mir jetzt vielleicht schon gestorben sind. Vielleicht, möglicherweise ich. Wenn, dann war es auf jeden Fall ein Unfall. Ja, das kann man auch eigentlich alles verkaufen, oder? Die ist cool. So. Eine pinke Machete, ja, die habe ich behalten.
Einfach, weil sie pink ist. Hier könnte ich eigentlich auch ausmisten. Oh, was habe ich hier? Kurzschluss, Kategorie 4. Wir müssen auf jeden Fall unser Quick-Hack-Dingsbums upgraden. Ich habe 46.000 Geld gemacht. So, jetzt ab zum Ripperdog. Hab das Geld mitgebracht. Ich brauche ein Implantat. Ich kann das nicht upgraden. Ein Cyberdeck. Nun. Wir kaufen uns jetzt hier aber mal coole Sachen. Wobei ich immer nicht weiß, was. Das klingt gut. Ich habe in einem anderen Stream mal reingeguckt, da wurden die Gegner mit einem Riesendildo vermöbelt. Ja, ich weiß auch, dass man eigentlich Dildos und so überall als Loot finden kann, aber ich habe ja... Also ich habe Nacktheit ausgeschalten und ich glaube, deswegen ist auch das ausgeschalten, weil ich habe nicht einen Dildo gefunden in dem Spiel. Ja, aber eigentlich kannst du auch Dildos und sowas finden. Mantisklinge? Gorilla-Arme. Aber... Wollen wir uns Gorilla-Arme mitnehmen? Ich auch nicht, habe auch nichts ausgestellt. Vielleicht ist es eine Mod. Aber ich habe das auch in ursprünglichen Let's Plays gesehen. Also ich habe die ja nie von Anfang bis Ende geguckt, aber da wurden Dildos gefunden. Auch auf den Balkonen, so bei deiner Wohnung und so. Ich habe keine gefunden. Wir könnten uns Gorilla-Arme mitnehmen. Dachte, DLC-Waffe vielleicht oder Mod kann gut sein. Kronk hatte auch Dildos überall. Genau, bei dem habe ich es nämlich auch gesehen damals. Aber ich habe nicht einen einzigen gefunden. Ich habe Kondome gefunden, aber das war's auch. Prozent Chance auf Brennen ist ja auch nice. Ich glaube, die heißen Gorilla-Arme, weil sie was können. Ich glaube, so behaart sind die nicht. Achso, jetzt habe ich wieder nicht mehr viel Platz, ne? Panzerung. Also Panzerung geht eigentlich, aber wir können es trotzdem upgraden. Von dem grünen Zeugs habe ich genug. Nicht so, dass ich das bräuchte. Ich krieg das eigentlich auch so hin jetzt, das Finale. Ich mache das jetzt nur, weil ich es kann.
Mehr Quick-Hack-Schaden ist auch nice. Nochmal 1,6% mehr Quick-Hack-Schaden wäre auch cool. Panzerung. Nahkampfschaden brauche ich eigentlich nicht. Gib Gegner in Deckung hervor. Auch gut. Warte, was habe ich jetzt hier? Kategorie 2. Ich glaube, das finde ich hier mehr, obwohl mehr Entfernung, worüber sich Quick Hacks verbreiten. Ich habe nur Verseuchen. Ja, an dem Menü ist leise, das stimmt. Aber ich finde es gerade mal ganz angenehm. Das Spiel ist nämlich manchmal ein bisschen viel laut. Hol ich ein anderes Cyberdeck? Ich werde das hier nicht weiter upgraden können, ist mein Problem. Weil ich jetzt hier ausgegeben habe. Wir haben es ein bisschen verbessert. Jetzt gehen wir noch unsere Dinger hier aus. Wir haben irgendwas freigeschalten auf jeden Fall. Das wollten wir. Hier oben komme ich halt überall nicht ran, weil ich habe mich hier nicht auf eins spezialisiert, sondern ich habe das eigentlich relativ gleichmäßig gelevelt. Deswegen kommen wir hier oben eh nicht ran, aber wir können mal das hier machen. Klingenwaffen nehme ich nicht. Ich nehme noch ein bisschen Panzerung. So, alles ausgegeben. Cool, dass der Text da oben erscheint. Oder gar kein Text einfach da ist. Ich würde das gern vorlesen, aber kann ich nicht.
Scheiß Entropie. Johnny hat die Karten auf den Tisch gelegt. Sein Bedürfnis, gegen das ganze Scheißsystem der Entropie zu kämpfen, hat kein bisschen nachgelassen. Und der Kampf gegen Arasaka ist nur eine Schlacht in diesem Krieg. Die Frage ist, sperrt er einfach bloß Feuer oder sind das Prinzipien, mit denen du auch etwas anfangen kannst? Der Anfang vom Ende. Deine innere Uhr sagt dir, dass das Ende immer näher rückt. Wenn du überleben willst, musst du es in den Arasaka Tower schaffen, dich mit Mikoshi verbinden und den Biochip loswerden. Und dadurch auch Johnny Silverhand. Ja. Hier, wie gesagt, hier gibt's keinen Text. Chat. You ready? I'm excited. Bin sehr gespannt. Hier muss ich hin. Ich glaube, jetzt gibt's wieder Action und Sound, Nico. Ja, Fingernägel abgekaut. Aufregend. So, Chat. Finale. Es gibt kein Zurück mehr. Du bist an einem Punkt angekommen, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn du das Restaurant betrittst, werden alle noch nicht beendeten Nebenmissionen und andere Aktivitäten wie Aufträge nicht mehr verfügbar sein, bis alle Hauptmissionen abgeschlossen sind. Wenn du noch etwas erledigen möchtest, solltest du das tun, bevor du dich mit Hanako triffst. Wir können aber nach dem Finale uns an einen Punkt zurücksetzen lassen, vor dem Finale. Also wir können dann trotzdem auch alles machen. So als Info für euch. Alle bereit? Okay, Django muss noch Chips holen. Dann trinken wir jetzt alle noch einen Schluck. Nico geht direkt erstmal Pippi. Nochmal speichern. Ich habe gerade gespeichert. Bevor ich hier die Schnellreise hingemacht habe. Das habe ich gerade noch gemacht. Ich darf den dann nur nicht überschreiben. Den Speicherslot. Chat, merkt euch. 18 Uhr 19. Nicht den Speicherpunkt überschreiben. Ach so, weil es kein Zurück mehr gibt. Okay, also. Wir gehen jetzt hier rein. Ich hoffe, Django hat Chips. Ja! Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Jo, beim ersten Anzeichen. Ich muss hier raus. Hanako-sama ga omachi da. Ich will auch Chips, aber ich hab nur Schoki. Ich hab gar nichts von beiden. Jetzt gibt's auf die 12. Als ob. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Danke fürs Treffen. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wow. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen.
Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Die Familie. So ist es. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Mhm. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck, als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Weg Hast mit du wie vereinbart Soulkiller mit dir? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Hallo Behemoth, schönen guten Abend. Natürlich habe ich Soulkiller nicht dabei. So gut kennen wir uns nun wirklich nicht. Du lässt Vorsicht walten. Verständlich. Aber völlig unnötig. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Bitte. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City, unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Und du hilfst mir im Austausch gegen... mein Bruder. Riechst du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Hier müssten einige zur Verantwortung gezogen werden. Schon K.O.-Tropfen drin. Klingt, als willst du Rache für deinen alten Herrn. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro gochitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wo. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, ha? Huh? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Ja, schießen den einfach. Ganz einfach. Ist ein Unfall passiert? Nun, ich muss bald zum Anwesen zurück, damit niemand Verdacht schöpft.
Du willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Mannschaft schlecht mache? Nenn mich verrückt, aber das klingt nach Selbstmord. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Ja, weißt du, das ist... Ja, verrat mir den Plan, wie wir hier die Bank überfallen und dann wegkommen. Ja, das wirst du schon sehen. Weil es keinen Plan gibt. Ob die dir wirklich glaubt, die ist Hass. Ja, ich vertraue dir auch nicht, aber... Ich habe mich jetzt dazu entschieden... Ja, ich bin halt jetzt hier. Ich komme jetzt hier nicht weg. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Wir verschwinden hier, und zwar jetzt. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ach, ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Erstmal noch ein Bier. Mir ist ein bisschen komisch. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Was mache ich denn? Ich zeig dir, wie es sich anfühlt, wenn man eingesperrt ist. Ich hab dich gefragt und dich gewarnt. Aber du willst ja nicht zuhören. Und jetzt benutzt dich die Porzellanpussy für ihren kleinen Plan. Leck. Leck mich. Noch habe ich nicht zugestimmt. Aber du verstehst scheinbar immer noch nicht, wie diese Blutsauger arbeiten. Sie hat dich persönlich getroffen und dir ihre Pläne gezeigt. Sie hat dir die Fangzähne ins Fleisch geschlagen und du kommst nicht mehr los. Sei nicht so, Johnny. Hast du denn eine bessere Idee? Dann lass hören. Nein? Hier drin wird nicht drauf. Dann halt's Maul und verpiss dich. Hey, entspann dich mal. Es geht mir gut. Na toll, du machst schon wieder einen Abgang.